Guten Tag, mein Name ist Heinz-Werner Rapp. Ich spreche heute im Namen des FERI Cognitive Finance Institute, des strategischen Forschungszentrums der FERI-Gruppe. In den nächsten 15 Minuten möchte ich Ihnen gerne unsere neueste Studie vorstellen und deren wichtigste Aussagen, Thesen und Ergebnisse mit Ihnen teilen. Die Studie mit dem Titel The Great Progression, also die große Progression, untersucht grundlegende Trends der kommenden Dekade und wirft dabei einen tiefen Blick in die Zukunft, unserer Meinung nach sogar bis in das Jahr 2030. Bitte begleiten Sie mich auf diesem kurzen Helikopterflug in die Zukunft. Es hat sich so vieles geändert in diesem Jahr. Eine Weltwirtschaft im Umbruch mit enormen globalen Herausforderungen. Digitalisierung, Handelskonflikte, Klimaschutz und eine Pandemie ungeahnten Ausmaßes. Mit dem FERI Cognitive Finance Institute haben wir ein eigenes Forschungszentrum, das weit in die Zukunft blickt und strategische Investmenttrends analysiert. Das ermöglicht uns, über den Tellerrand hinauszudenken und attraktive Anlagechancen zu finden. Die neue Studie handelt von der Great Progression. Was genau ist damit gemeint und auf welche Themenbereiche erstreckt sich die Untersuchung? Progression oder in dem Fall sogar die große Progression heißt, dass es um sehr dynamische Entwicklungen geht, um sehr schnell und stark ablaufende Entwicklungen, die die Zukunft in den nächsten circa 10 Jahren definitiv prägen werden. Und diese progressiven Trends finden unserer Meinung nach in sehr verschiedenen Bereichen statt. Und das Besondere, sie finden zur gleichen Zeit, also in diesem von uns eben auch hervorgehobenen Zeitfenster 2020 bis 2030, sehr, sehr intensiv statt. Und diese Bereiche, über die man da sprechen muss, sind, wie gesagt, sehr vielfältig. Es geht von Technik über Politik, über das Finanzsystem, über gesellschaftliche Themen und ganz wichtig natürlich das Thema Umwelt, wo Stichworte wie Klimawandel eine ganz große Rolle spielen. Welche Trends und progressiven Entwicklungen sind in den nächsten 10 Jahren von besonderer Bedeutung? Und welche Bereiche sind von der großen Progression am stärksten betroffen? Ja, wir bleiben in dem Bild und hier gibt es natürlich eine Menge Stichworte schon drauf zu benennen. Wir glauben, 3 Haupttrends sind von besonderer Bedeutung. Ich fange mal an bei dem Feld Technik oder Technologie. Hier sprechen wir in nächster Zeit mit ganz großer Wahrscheinlichkeit von Themen wie künstliche Intelligenz und auch Quantencomputer. Die laufen sozusagen unter dem Oberbegriff der Digitalisierung, geben aber nach vorne eine ganz andere Prägung, eine ganz andere Dynamik in dieses Feld hinein. Wir werden es gleich gemeinsam noch ein bisschen vertiefen können, diesen Punkt. Ähnlich auch beim Finanzsystem. Hier sind Stichworte wie Asset Price Inflation, also Aufblähung von Finanzmärkten durch Geld, durch monetäre Verwässerung, die entscheidenden Parameter. Finanzielle Repression ist noch ein Thema, was wir heute schon erleben. Niedrigzinsen, Nullzinsen gehört da sozusagen in dieses Bild mit rein. Und das sind Entwicklungen, die zwar schon auf der Spur sind, die aber noch weitergehen und die aus bestimmten Gründen eben sich tatsächlich progressiv, dynamisch, sehr stark, sehr intensiv nach vorne noch weiterentwickeln können. Und das überbordende Thema ist ganz bestimmt Umwelt mit dem Stichwort Klimawandel, Erderwärmung. Hier ist traurigerweise eben zu beobachten, dass wir mit einer massiven Beschleunigung von sehr vielen besorgniserregenden Entwicklungen zu tun haben. Das hat damit zu tun, dass wir kritische Tipping Points erreichen oder überschreiten. Und das müssen wir uns vielleicht nochmal an einem kurzen Beispiel anschauen. Wir haben hier mal eine Grafik, auch aus der Studie, die auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen verwirrend aussieht, die im Prinzip aber nur eine sagt: Klimawandel ist sozusagen die Blaupause eines progressiven Trends. Warum? Weil verschiedene Rädchen ineinander greifen, wie bei einem Dominoeffekt. Es gibt Selbstverstärkungsprozesse, es gibt Feedbackschleifen, also Dinge, die sich gegenseitig verstärken, die eine größere Dynamik nochmal reinbringen. Es gibt diese Tipping Points, diese Umkipppunkte, die, wenn sie erreicht oder überschritten werden, dazu führen, dass sich eine schon begonnene Entwicklung nochmal dramatisch beschleunigt. Und nach Ansicht führender Klimawissenschaftler sind wir genau in diesem progressiven Umfeld, was eine deutlich höhere Intensität heute hat als vielleicht in den letzten 100 Jahren, schon drin und werden in den nächsten 10, 15, 20 Jahren spätestens hier ganz, ganz massive Verwerfungen erleben, die man teilweise vielleicht heute noch durch schnelles Handeln ein bisschen abmildern oder beherrschen kann. Sie sind aber definitiv zu groß und zu stark, um sie zu ignorieren. Und deswegen kann man vielleicht hier mit
den Worten einer führenden Klimaforscherin auch feststellen, die nächsten 10 Jahre sind entscheidend in diesem Bild. Also es geht hier speziell beim Klimawandel um eine große zeitliche Brisanz und wenn man so will, auch um eine existenzielle Dimension für die gesamte Menschheit. Was ist die Besonderheit dieser progressiven Trends? Und warum sind diese so wichtig für das Verständnis zukünftiger Entwicklungen? Ja, progressive Trends, wie vorhin schon kurz angesprochen, zeichnen sich durch eine große Dynamik oder auch Eigendynamik aus. Sie sind von sehr starken strukturellen Treibern geprägt und das führt eben dazu, dass solche Trends ein Eigenleben quasi führen und sich dabei aber durchaus durch verschiedene Begleitumstände noch sehr stark beschleunigen, also an Dynamik noch gewinnen können. Wir haben es gerade eben schon gesehen beim Thema Klimawandel, wo solche Tipping Points eine entscheidende Rolle spielen und Feedbackprozesse, Rückkopplungsschleifen, die dazu führen, dass also eine einmal eingeschlagene Entwicklung sich immer weiter dynamisiert, noch stärker wird, noch intensiver und sich dabei beschleunigt. Im Gesamtbild entstehen dabei häufig sogenannte exponentielle Trends. Das ist also nochmal sozusagen die höchste Dimension von Geschwindigkeit. Und wenn man ein Beispiel sucht, wir sind gerade mittendrin in der Corona-Pandemie und wir haben, glaube ich, alle gelernt, was exponentielle Trends bedeuten, nämlich unglaublich schnelle Anhäufung von Dynamik. Und genau damit hat man es hier bei den Trends der Great Progression zu tun. Vielfach exponentielle Beschleunigung von Trends. Die Besonderheit, und deswegen macht es eben dieses Thema so wichtig und unserer Meinung nach auch so bedeutsam, dass man es sich früh genug mal sozusagen auf den Tisch legt. Die besondere Bedeutung liegt darin, dass menschliches Denken, menschliche Gehirne in der Regel nicht in der Lage sind, solche starken Beschleunigungen, wie sie bei exponentiellen Trends auftreten, früh genug zu erkennen und überhaupt in der Dimension, in der Ausprägung richtig wahrzunehmen, führt dann dazu, dass die Gesamtwirkungen solcher Trends regelmäßig unterschätzt, übersehen, ignoriert werden und damit, da wo überhaupt noch menschliches Handeln dann in einer sinnvollen Weise erforderlich ist, vielfach zu spät reagiert wird. Und das ist dann wiederum ein Faktor, der nochmal solche progressiven Trends weiter beschleunigen kann. Beispiel, wir hatten eingangs schon das Thema künstliche Intelligenz angesprochen. Das ist unserer Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Thema innerhalb dieser Great Progression. Nicht jeder kennt den Begriff Künstliche Intelligenz so genau. Künstliche Intelligenz muss man vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen zurück übersetzen, ist im Wesentlichen Machine Learning, also maschinenbasiertes Lernen. Und man trainiert also Maschinen mit irgendwelchen Daten. Und wenn man sich mal anguckt, unser Bild hier, das ist schon so eine Art von Kreislaufmodell mit einer eingebauten prozyklischen Feedbackschleife drin. Es geht letztlich um zwei Punkte, nämlich das eine, welche Rechenleistung hat man zur Verfügung? Das determiniert den Umfang der Daten, die man da verarbeiten kann, mit denen man dann seine künstliche Intelligenz trainieren kann. Und das zweite ist logischerweise die Verfügbarkeit von großen Mengen von strukturierten Daten. Beides zusammen definiert dann die Möglichkeiten, wie man so eine künstliche Intelligenz als Machine Learning Prozess in Gang setzen kann und sehr stark, sehr beschleunigt sozusagen solche Maschinen trainieren kann. Und dieses Bild zeigt, glaube ich, schon, es gibt Rückkopplungseffekte, es gibt Verstärkungseffekte und sowas läuft immer schneller, weil sowohl die Rechenleistung heute schon und seit vielen Jahren schon exponentiell zunimmt. Und vielleicht der gewichtigste Faktor wird sein, da wo wir markiert haben, den Punkt der Sensoren. Wir nehmen sozusagen über eine Vielzahl neuer Sensoren eine Unmenge neuer Daten auf und generieren damit sozusagen die Bausteine, die Maschinenintelligenz braucht, um sich daran entwickeln zu können, lernen zu können und künstliche Intelligenz entwickeln zu können. Und ich will noch einen Punkt sagen zu den Sensoren, damit man klar versteht, wo das überhaupt herkommt. Jeder von uns hat heute ein Handy oder ein Smartphone in der Tasche. Wir haben autonom fahrende Autos und ähnliche Entwicklungen. Die fungieren alle als Sensoren, nehmen also unglaublich viele Daten auf. Sei es, indem wir mit dem Handy neue Fotos machen und die dann in irgendeiner Cloud hochladen. Aus dieser Cloud wird möglicherweise das Foto rausgenommen und benutzt vom Cloud-Anbieter, um die künstliche Intelligenz daran zu trainieren. Und wir wissen alle, die Zahl der Fotos, die mit Smartphones gemacht worden sind, haben in den letzten 10 Jahren überexponentiell sogar zugenommen. Das wird sich fortsetzen. Also insofern, wenn man da ein bisschen mit versteht, wo die Prozesse laufen, dann wird klar, dass hier eine unglaubliche Beschleunigungsschleife in Gang kommt, die dazu führen wird, dass künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren sich dramatisch weiterentwickeln wird, große Entwicklungssprünge machen wird und damit in den nächsten 10 Jahren mit einer neuen Prägung des Themas Digitalisierung kommen wird, die wir uns in vielen Bereichen heute noch gar nicht richtig vorstellen können.
Ein zweites Beispiel, ich hatte eingangs erwähnt, das Finanzsystem ist auch heute geprägt von exponentiellen oder teilweise von progressiven Trends. Und hier ist eine ganz wichtige Rolle bei den Notenbanken zu verorten, die seit ja, teilweise schon über 10 Jahren seit der großen Finanzkrise schon damit begonnen haben, im großen Stil neues Geld zu drucken, Geldschöpfung zu betreiben, zu monetisieren, damit, wie wir das nennen, monetäre Verwässerung im Finanzsystem in Gang zu setzen. Und hier hat man sich mittlerweile auf eine Reise begeben bei den Notenbanken, die fast schon unumkehrbar ist. Man hat sich zum Gefangenen der eigenen Politik gemacht. Und das spricht dafür, dass es auch in den nächsten Jahren praktisch in diesem Spiel eher progressiv, sogar noch beschleunigt weitergehen wird. So war es die letzten Jahre schon. Und die letzte deutliche Beschleunigung dieses Prozesses ist durch die Corona-Pandemie gekommen, wo die Notenbanken im ganz großen Stil nochmal Geld geschöpft haben, Geld gedruckt haben, es den Regierungen zur Verfügung gestellt haben. Also insofern, hier sind spannende Prozesse in Gang, die eine erhebliche Progression mit auslösen. In der Studie wird mehrfach auf die disruptive Dynamik der untersuchten Trends hingewiesen. Was bedeutet das genau und wo gibt es bereits erste Anzeichen dafür? Ja, disruptive Dynamik, da muss man, glaube ich, erstmal definieren, was bedeutet Disruption. Disruption würden wir sehen als etwas, was bestehende Systeme oder bestehende Weltbilder oder bestehende Entwicklungen ganz massiv aushebelt und durch etwas Neues ersetzt und damit größere Verwerfungen auslöst. Das ist bei vielen Technologien der Fall gewesen. Vor 15 Jahren etwa kam das erste Smartphone und wer damals noch ein altes Telefon in der Tasche hat, weiß sofort, was da die Disruption war, die danach begonnen hat, vom normalen Telefon in der Tasche hin zum Smartphone, mit dem man heute alles Mögliche machen kann. Das sind disruptive Prozesse. Und wir glauben, ein ganz gutes Beispiel, auch aus unserer Studie heraus, für einen wirklich disruptiven Prozess, für eine Disruption, die sehr stark und sehr einschneidend ist, gibt das Thema Pandemierisiken, ein unschönes Thema. Aber wir sind ja gerade mittendrin und auch das ist kein Zufall, denn wir haben im Rahmen der Studie eigentlich klar gezeigt, dass diese Pandemierisiken auch einer progressiven Logik folgen. Es hat damit zu tun, dass der Mensch immer mehr in natürliche Lebensräume eingreift, dass er sogenannte Zoonosen damit begünstigt, also Überspringen von Viruskrankheiten von Tier zu Mensch. Und in den letzten Jahren hat es hier schon mehrere Entwicklungen gegeben und Corona ist hier vielleicht nochmal die letzte, aber vielleicht noch nicht die allerletzte dieser Entwicklung. Und so ist auch zu erklären, dieses Bild, was wir hier mal mitgebracht haben, was den Status von Risikoeinschätzung aus dem ganz aktuellen Risikobericht des World Economic Forum wiedergibt. Und interessanterweise ist hier inzwischen Seuchen und Pandemien als das größte anzunehmende Risikoszenario im näherliegenden Bereich genannt. Das ist eine völlig neue Entwicklung, zeigt aber realistischerweise, wie wir glauben, dass dieses Thema Pandemierisiken eben durchaus ernst genommen werden muss. Und wer sich klar macht, was Corona alles in den letzten Monaten kaputt gemacht hat, der versteht sofort, was hier mit disruptiver Dynamik gemeint ist. Was genau bedeutet das alles für Unternehmer und Investoren? Und worauf sollte man sich in den nächsten Jahren vorbereiten? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die wir uns natürlich auch stellen, die natürlich auch Motivation war für uns, diese Studie überhaupt mal voranzutreiben. Denn es gibt ein paar wichtige Punkte, glaube ich. Man muss verstehen, diese Great Progression, von der wir sprechen. Die Besonderheit ist, dass große, beschleunigte Trends in verschiedenen Bereichen innerhalb eines gleichen, einheitlichen Zeitfensters von nur wenigen Jahren ablaufen werden. Das sorgt also dafür, unserer Einschätzung nach, dass in den nächsten 10 Jahren große Umbrüche, große Veränderungen, große Beschleunigungen stattfinden werden, die vielfach sehr schnell sein werden, sehr überraschend kommen werden und damit natürlich das Potenzial haben, unterschätzt zu werden. Gleichzeitig setzen sie, wenn sie dann in Gang gekommen sind, Entscheider unter Druck. Man muss also sehr schnell handeln, man muss weitreichende Entscheidungen treffen können, aber jeweils nur mit einem relativ kurzen Reaktionszeitraum. Das betrifft sowohl die Politik, das betrifft Unternehmer, betrifft aber auch Investoren. Also dessen muss man sich bewusst sein. Das bedeutet, man muss informiert sein. Man muss diese Themen kennen und muss dann in der Lage sein, schneller entscheiden zu können. Gleichzeitig gibt es natürlich positive und negative Entwicklungen. Wir versuchen natürlich, die positiven Punkte rauszufiltern und die auch für unsere Investoren ein bisschen zugänglich zu machen, weil jede Disruption, auch jeder progressive Trend hat natürlich irgendwo das Potenzial, mit etwas
Positiven dran zu partizipieren. Wenn man früher informiert ist, die Probleme vielleicht ein bisschen anders und früher erkennt als die Mehrheit, kann man entsprechend handeln und kann sich entsprechend positionieren. Wir haben versucht, das mal in der Tabelle ein bisschen darzustellen, nur ganz grob. Aber man sieht schon die wichtigsten Themen, die wichtigsten Trends, die wichtigsten daraus abgeleiteten Treiber, die eine Rolle spielen und daraus dann eben auch die mögliche Positionierung als Unternehmer oder auch als Investor. Insofern, das ist ein Bereich, mit dem wir in den nächsten 10 Jahren garantiert noch weiter auf Beobachtung sein werden. Wir werden versuchen natürlich, den Freunden unseres Instituts und auch den Freunden der FERI hier Hilfestellung zu geben, durch diese Trends bestmöglich durchzunavigieren. Und insofern, das wird die Hausaufgabe sein für die nächsten 5 bis 10 Jahre für uns. Das war unser kurzer Rundflug durch das spannende Thema der großen Progression. Unser Bild auf die nächsten 10 Jahre, die Dekade der Great Progression. Ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen neugierig machen und Ihr Interesse wecken. Gerne können Sie natürlich auch unsere ausführliche schriftliche Analyse, die Studie Great Progression, zur Hand nehmen und viele der Themen da nochmal ausführlich nachvollziehen. Die Studie liegt bereit für Sie, ist abrufbar online und ich würde mich freuen, wenn es vielleicht mal bei Ihnen zu einer ausführlichen Lektüre passen würde. Vielen Dank für heute und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.